In dieser Folge bauen wir einen geheimen Raum, der hinter einem Bücherregal versteckt ist. Hier ist die Polizei! Und am Ende versucht sogar ein echter Polizist, unser Geheimversteck zu finden. Herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt hier im verrücktesten Haus der Welt. Wir sind hier jetzt im ersten Stock, wo auch der Sprungturm in unserem Pool startet. Und der Raum hier oben muss einfach noch ein bisschen krasser werden. Wir haben ja auch schon echt eine gute Idee. Ich habe mir jetzt den Dinger dazu geholt. Der arbeitet nämlich gerne mit Holz, ich ja nicht so. Und viele von euch haben sich ja einen Geheimraum gewünscht. Und ich meine, das ist ein klassischer Kindheitstraum. Hinter einem Bücherregal ein geheimes Zimmer mit versteckter Tür. Und genau das bauen wir jetzt. Was wir dann in den geheimen Raum reinmachen, seht ihr dann später. Wir planen jetzt erstmal das Bücherregal. Also wir haben uns jetzt mal kurz aufgezeichnet, wie wir die Regale anordnen möchten. Jetzt messen wir das Ganze aus und dann fahren wir in Hornbach. Wir sind jetzt hier im Hornbach im Holzzuschnitt bei meinen Lieblingsmitarbeitern. Und zwar lassen wir jetzt die Platten direkt so zuschneiden, dass wir die nur noch auf die Länge kürzen müssen. Dann sind die Schnitte auch richtig sauber. Seit dem letzten Mal habe ich extra jetzt die ganze Zeit trainiert. Lass mal. Meine Ärmchen sind ein bisschen dünner da gemeint. Damit ich mit meinen dünnen Ärmchen die Platte hochheben kann, mal sehen, ob das jetzt klappt. Ja, easy. Da ist ja eine richtige Freundschaft hier zwischen euch beiden entstanden. Eine Hassliebe. Der Jackson ist jetzt gerade hier am Sägen, deswegen übernehmen wir jetzt hier ein bisschen die Kasse, falls Kunden kommen. Jackson, hast du es geschafft? Ja, jetzt geht's erst richtig los, ne? Wir haben jetzt alles zugesägt, als nächstes bauen wir jetzt die einzelnen Elemente zusammen. Digga, wie macht der Tacker? Hey! Ich finde es voll nice mit der schwarzen Rückwand. Schöner als ich gedacht habe. Wir tragen die jetzt hoch. Alex, kriegt das hin? Ja, läuft. Der erste Schrank steht. Juhu. Boah, wie genau das da reinpasst. Krass. Das ist schon sehr, sehr geil. Hier in die Mitte zwischen die beiden Schränke kommt ja jetzt der Schrank, den man dann als Tür versteckt drehen kann. Den bauen wir jetzt zusammen. Und auf einmal ist das Zimmer weg. Jetzt müssen in dem Regal natürlich auch die Böden rein und das machen wir als nächstes. Damit die Tür hier besser auf und zu geht und nicht am Boden schleift, kommen da jetzt diese Rollen unten drunter. Jetzt bauen wir hier drinnen die Scharniere ein, dann wird es endlich eine richtige Tür. Hallo. So, die Scharniere sind dran, wir können jetzt einmal testen, ob es wirklich funktioniert. Achtung. Boah, nice. Funktioniert richtig gut. Jetzt hier zwischen ja noch ein Spalter, ist ein bisschen auffällig, dass hinter ein Zimmer ist. Deswegen kommt jetzt hier noch eine Abdeckleiste drüber. Noch geht die Tür hier ja einfach so auf, deswegen muss da unbedingt ein geheimes Schloss dran. Dafür haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar soll die Tür nur aufgehen, wenn genau das richtige Gewicht in der Waage liegt.
Das Komplizierte ist, das Ganze so zu bauen, dass man die Waage rausnehmen kann, ohne zu merken, dass da das Schloss eingebaut ist. Dafür haben wir uns jetzt diesen Mechanismus ausgedacht. Den bauen wir jetzt ein und dann erklären wir euch, wie das Ganze funktioniert. Wir haben den ganzen Mechanismus hier aus Plexiglas gebaut, damit man sieht, wie es funktioniert. Und zwar ist das Ganze hier ein Riegel, der nur aufgeht, wenn die Waage auf der richtigen Höhe ist. Und zwar haben wir das so gemacht, dass hier eine magnetische Kugel drin ist, die hoch und runter geht, wenn man die Waage bewegt. Und nur wenn die hier oben in der Position ist, lässt sich der Riegel reindrücken. Wenn die nach unten geht, kann man nicht reindrücken. Wir testen jetzt mal draußen, wie viel Gewicht man auf die Waage machen muss und probieren, ob die Tür aufgeht. Das Einzige, wo die Tür aufgeht, ist dieses 100 Gramm Gewicht. Wenn ich das jetzt rausnehme, sollte nichts passieren, mal sehen. Und wenn ich jetzt ein zu schweres Gewicht drauf tue, fällt die Kugel drin wieder runter und dann geht es auch nicht auf. Wenn jetzt hier nur die Waage drin steht, ist natürlich schon ein bisschen auffällig. Deswegen räumen wir das ganze Regal jetzt mal ein. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele Bücher. Das Bücherregal ist jetzt fertig, sieht auch schon ganz okay aus. Ich habe aber noch eine richtig geniale Idee, die ich umsetzen will. Ich finde es richtig wichtig, dass wir von hier drin heimlich beobachten können, was im Flur vor sich geht. Deswegen bauen wir jetzt hier einen Spiegel ein, wo man von innen durchgucken kann, von vorne aber nicht. Den Spiegel bauen wir selber, dafür nehmen wir eine ganz normale Plexiglasscheibe und folieren die mit einer richtig speziellen Spiegelfolie. Juhu! Wo ist meine Hand? Hä? Wo ist deine Hand hin, Daniel? Der Spiegel sieht echt unecht aus. Der ist verkratzt und milchig und das kriegt man auch gar nicht sauber. Ich guck mal, ob wir irgendwo noch eine Glasscheibe haben. Ich hoffe, dann sieht es besser aus. Wir haben hier eine alte Glasscheibe, die müssen wir noch zurechtschneiden. Aber weil ich das noch nie gemacht habe, habe ich mir einen echten Profi dazu geholt. Also das letzte Mal, als ich Glas geschnitten habe, habe ich mir hier in den Daumen geschnitten. Dann habe ich geblutet, dann war ich eine halbe Stunde in Ohnmacht. Und ja. Ja, perfekt. Es kann nur schief gehen heute. Boah, das sieht deutlich besser aus. Ich habe den Spiegel ein bisschen krumm geschnitten und damit man das nicht sieht, mache ich hier so schöne Leisten dran. So, das Regal ist jetzt endlich fertig. Ihr fragt euch wahrscheinlich schon, was wir dahinter jetzt Geheimes versteckt haben. Ich würde sagen, ich verrate euch das jetzt. So, erstmal Gewicht drauf tun. So, kommt rein. Wir haben hier einfach unsere eigene Überwachungszentrale eingebaut. Wir haben hier auf dem ganzen Grundstück Kameras versteckt. Und da können wir jetzt immer heimlich beobachten, was hier so passiert. Man kann auch von hier oben immer das ganze Kartrennen verfolgen. Wir haben hier oben eine an der Rutsche. Dann haben wir hier einmal den kompletten Hof. Da repariert dann mal gerade jemand sein Auto. Auch spannend, gut zu wissen. Eins in der Werkstatt. Und man kann hier auch noch mal von außen sehen, was hier vor der Tür vor sich geht. Also man kann hier durch das Fenster gucken. Aber sollte sich jemand neben dem Regal verstecken, da hat er überhaupt keine Chance, hier unentdeckt zu bleiben. Das macht die Frage ist, was macht Daniel da im Wohnzimmer? Hey, was ist der vor? Er trainiert einfach an dieser Leiter. Das ist schon sehr interessant mit dem Daniel im Haus. Dann hat der geheime Raum hier noch was sehr streng Geheimes. Und zwar ist hier einfach noch eine geheime Tür. So, was da drin ist, ist jetzt aber wirklich geheim. Das zeige ich euch nicht. Wir machen jetzt den absoluten Härtetest, ob unser Geheimversteck auch wirklich so gebaut ist, dass es keiner findet. Dafür haben wir uns jetzt einen richtigen Polizisten eingeladen. Der macht jetzt hier eine Hausdurchsuchung und schaut, ob er uns findet. Ich gebe euch jetzt 3 Minuten Zeit, um euch zu verstecken. Los geht's! Ich bin so gespannt, ob er das finden wird. So, jetzt sind wir hier eingesperrt.
So, zur Sicherheit, damit er nicht hier durch das Glas gucken kann, weil es draußen schon dunkel ist, machen wir jetzt noch die zweite Tür zu. Das ist einfach so geil mit den Überwachungskameras. Wir können jetzt hier genau verfolgen, wann die reinkommen. Noch steht er draußen vor der Tür. 3, 2, 1. Okay, du kannst losgehen. Er kommt rein. Hier ist die Polizei! Ich krieg schon ein bisschen Angst hier drin. Oh, da ist er. Ich hoffe, der sucht jetzt das ganze Bällebad durch. Der soll mal richtig reinspringen hier ins Bällebad. Aufgeben kommt für dich heute nicht in Frage, oder? Auf keinen Fall. Also ich will die zwei finden. Ich verrate dir auch was. Ja. Im Bällebad sind sie nicht. Ich hab mir was gedacht. Ah ja. Max hat ihn einfach erschreckt. Er war in so einer Truhe, aber das war nicht mir. Aber schon mal eingefunden. Okay. Man hört sie auf der Treppe. Wir müssen leise sein. Glaubst du, wir gehen noch ins Wohnzimmer, oder? Bestimmt, ich glaub so. Die Couch oder so ein Couchfach ist auch ein gutes Versteck. Er nimmt alles auseinander. Wir machen jetzt hier Licht aus, damit er uns durch den Spiegel nicht sieht. Und dann beobachten wir den echt. Ist so geil, dass man hier einfach durch das Fenster gucken kann. Wir haben jetzt wieder die Tür zugemacht und machen wieder die Kameras an. Ich glaube, die Zeit ist jetzt gekommen, dass ich mal hinten in den Raum gehe. Da ist auch noch eine Toilette. Hi. Und das ist Lara. Hallo Julius. Wir spielen gerade Verstecken mit der Polizei. Cool. Mich wundert es eigentlich voll, dass er das Bücherregal nicht verdächtigt. Und es ist schon auffällig. Einfach so ein Bücherregal an der Wand. Er durchsucht jetzt alles zum zweiten Mal. Ich fühle mich einfach gerade echt so, als würde ich von der Polizei gesucht werden. Das ist irgendwie so witzig. Du kriegst jetzt einen Tipp von mir. Okay. Also dein Tipp ist, hier unten sind die nicht. Wir müssen wieder nach oben gehen. Ah, er kommt. Er kommt wieder vors Regal. Was ist jetzt deine Überlegung? Ich dachte, vielleicht wäre irgendwas verschoben worden, wo sie sich hinter vielleicht verkriechen können. Aber ich glaube, das wäre zu viel Aufwand in 3 Minuten, das alles so hinzurichten. Nee. Ich gebe dir noch einen Tipp, da sind sie nicht drin. Ja gut, aber wenn da Büro ist und da ein Bad ist, dann... Ja. Irgendwie wird das Regal einfach gar nicht verdächtig. Ich glaube, ich muss dir den nächsten Tipp geben. Du stehst direkt vor dem Versteck. Es hat irgendwas mit dieser Wand zu tun. Er ist hinter der Tür. Hörst du da irgendwas? Nee, hab ich gerade probiert. Nee. Ist einfach schon sehr nice, dass er es nicht findet. Das hört sich so locker an, als wäre schon irgendwas dahinter. Also irgendwas stimmt mit dieser Wand nicht, da muss irgendwas dahinter sein. Er rüttelt an der Wand. Ja. Tür! Herzlichen Glückwunsch! Ja, danke, das war schwer. Ich habe den Schießmechanismus extra entriegelt, damit er überhaupt eine Chance hat, da reinzukommen. Weil ich glaube, auf das wird echt niemand kommen. Ja, also es ist wirklich ein mega gutes Versteck. Also. Aber weißt du was, das sind Daniel immer noch nicht. Was sagst du zu der Überwachungszentrale? Guck mal, die haben dich die ganze Zeit auf dem Bildschirm gesehen. Ja, wahrscheinlich haben die gedacht, das ist das für ein Trottel. Johannes, was habt ihr euch gedacht? Natürlich nichts dergleichen. Ja. Ich gebe dir einen Tipp, ich suche den Raum nochmal richtig genau. Nochmal richtig? Okay. Richtig genau. Boah, der Arme. Naja. Das war eine gute Challenge, oder? Ja, war
sehr gut. Nee, ich bin da sehr beruhigt. Ich würde sagen, unser Geheimraum hat die Probe bestanden. Auf jeden Fall. Dann ganz lieben Dank nochmal, Daniel, dass du hier diese Durchsuchung mitgemacht hast. Gerne, gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge bauen wir eine 40 Meter lange Seilbahn über unseren kompletten Hof. Wir haben ein Loch ganz oben in unser Dach gesägt, eine 9 Meter große Stahlkonstruktion in unseren Hof gebaut und eine riesige Schnitzelgrube mit Schaumstoffwürfeln gefüllt. Seid gespannt auf den ersten Test. Action!